Ich grüße euch am Donnerstag, dem 7.11. zu unserem kleinen Go4Peace-Impuls. Euch einen guten Start heute Morgen in diesen Tag. Gestern war ja das Fest der Heiligen Drei Könige und normalerweise wären ja Kinder über die Straßen unserer ganzen Bundesrepublik gezogen und hätten Geld gesammelt. Das ging dieses Jahr nicht, aber bei uns haben wir so einen schönen Segensstreifen im Briefkasten gefunden, den ich gleich gestern Abend bei uns an die Tür geklebt hat. Und ich musste mich erinnern an meine Zeit als Sternsinger. Da sind wir dann auch immer mit so schönen Sternen herumgezogen. Meistens waren die nicht so schön aus Stroh, sondern aus Holz. Und wir haben bis zu 1000 Familien zu dritt besucht, an 3 Tagen lang. Und wir haben dann immer gesungen, nun sehe den Stern, den wir bringen, ein Licht in der dunklen Nacht. Und dann, weiß ich noch, dann machten ganz viele Leute die Tür auf und wenn sie uns Kinder dann sahen mit dem Stern und unserem Strahlen, dann begannen sie selber zu strahlen. Und ich habe tief kapiert, wie wir damals durch diesen Brauch des Sternsingens das Evangelium des heutigen Tages gelebt haben. Bei Matthäus im 4. Evangelium, im 4. Kapitel aufgeschrieben, startend mit dem Vers 12. Und dann heißt es hinterher in Vers 16, das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen, denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Denn Jesus ist von Nazareth runtergegangen an den See von Genezareth in das Gebiet von Sebulon und Naphtalin und Jesaja hatte über dieses Gebiet genau das gesagt. Das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Die Kinder in der ganzen Bundesrepublik und im ganzen deutschsprachigen Raum, überall wo dieser Segensgestus der Sternsinger lebt, haben immer wieder das Licht Jesu gebracht. Und Jesus ist umhergezogen in Galiläa, in dem heidnischen Galiläa, wie es heißt. Und er hat überall Kranke geheilt, hat die Botschaft des Evangeliums verkündet und gesagt, kehrt doch um. Aber er hat es getan, dadurch, dass er Licht gebracht hat. Und tun wir das einfach heute. Also bring Licht ins Dunkel, bring Light into the Darkness. Das ist das Motto von heute. Bringt Licht zu irgendeinem Menschen, der euch jetzt gerade eingefallen ist. Oder wenn ihr mögt, könnt ihr ja auch noch unsere Sternsinger-Aktion hier in unserer neuen Pfarrei Heiligkreuz unterstützen. Die ist für Sibolga, für eine deutsche Ordensschwester, die dort mit anderen Schwestern lebt und die wirklich in Indonesien, etwas südlich der Insel Sumatra, auf der Insel Tello, viel, viel Licht gebracht hat. Ihr findet die Kontonummer, ein wunderschönes Lied und auch ein kleines Video auf unserer Homepage kirche-am-kreuz.de. Also, bring Licht ins Dunkel, bring Light into the Darkness. Euch einen schönen Tag.